Nach der Flucht wurde gleich eine Hausdurchsuchung durchgeführt in der Wohnung meiner Mutter. Und da wurden übrigens Bücher mitgenommen, das hätte man niemals erlauben dürfen, aber meine Mutter war natürlich sehr ängstlich und kannte ja auch die DDR-Gesetze nicht expressis verbis, dass sie hätte da Widerspruch einlegen können. Meine Brüder wurden dann auch beobachtet natürlich und insgesamt kann ich mich erinnern, hatte mein Bruder immer den Eindruck, Nachteile, berufliche Nachteile zu haben. Das hielt mir jedenfalls auch die eine Schwägerin immer vor. Die Menschen sind unterschiedlich. Und der andere Bruder, der war nachher Bankangestellter in Frankfurt und er sollte verpflichtet werden, den Briefwechsel mit dem kapitalistischen Ausland aufzugeben. Er verstand erst gar nicht diese Aufforderung. Das hieß, die Postkarte zum Geburtstag für den Bruder oder zu Weihnachten oder Ostern und sowas sollte beendet werden. Dazu hat er sich nicht bereit erklären können. Wo in der Welt kann man das verlangen, dass der Bruder dem Bruder nicht schreibt? Und da ist in seiner Stasi-Akte dann vermerkt worden, dass er unverbesserlich sei in dieser Frage, dass er sich auch mit dem Bruder in Ungarn träfe. Und er wurde beruflich insofern benachteiligt, als er dann keine Verschlusssachen mehr bearbeiten durfte. Er hat es ertragen, aber es war schon so, dass man von Sippenhaft in gewisser Weise reden kann.